Die ganzen schwimmenden Schüsseln, die Sie hier sehen, habe ich ja gefüllt mit Gewürzen. Und diese Gewürze waren ja eigentlich für eine lange Zeit der Grund, weshalb man sehr beschwerliche und auch sehr gefährliche Reisen auf sich nahm, um eben diese sehr begehrten Waren über die gefährlichen Ozeane zu schiffen. Und deshalb habe ich in der Ausstellung auch eine Montage gemacht, die heißt, neben vielen anderen Filmmontagen, die heißt Seewege. Und die Seewege sind ja etwas ganz Wichtiges, weil über die Seewege wurden ja nicht nur diese Waren verschifft, sondern mit den Waren kamen die Menschen und mit den Menschen kamen ihre Vorstellungen, ihre andere Sprache, ihre andere Kultur. Und das wurde ja nicht nur in den Hafenstädten ausgetauscht, sondern ging dann vermittelt weiter in andere Länder. Und ich denke, auch unsere Kultur und viele andere Kulturen würden nicht so aussehen, wie sie heute aussehen, wenn es all diese Begegnungen nicht gegeben hätte. Ja, auf dieser großen Fotowand habe ich die drei Hauptlandschaften der Mongolei fotografiert. Und diese Steinpyramiden, die man da sieht, das sind Opferstätten. Und diese Orte sind, wie ich das hier auch nochmal versucht habe, nochmal herzustellen, sind diese Orte immer mit einer Art Weiheseil markiert. Diese Steinpyramiden, an denen opfert man in der Mongolei die weißen Speisen, wozu auch der durchsichtige Milchschnaps gehört. Und man opfert Käse oder auch weißes Fett vom Hammel. Und diese Büsche und Sträucher, die da so rausragen, sind dann sehr oft geschmückt mit Fetzen, die Menschen entweder bei sich tragen oder sich ein Stück abreißen von ihrem Kleidungsstück und das opfern an wichtigen Passagen. Deshalb habe ich zum Beispiel auch an den Eingang der Ausstellung einen Obo, einen Stein-Obo, so heißen die in der Mongolei, aufgebaut, damit man sich auch vorstellen kann, wie es aussieht. Und das ist ja auch eine wichtige Passage, genau wie die Pässe und die Furten, an denen die Mongolen sonst aufbauen und jedes Mal einen Stein dazulegen, wenn sie vorbeigehen, damit eben auch diese Steinpyramiden nicht von Wind und Wetter irgendwann verschwinden oder durch die Erosion, sondern sie werden immer größer. Es gibt Gegenden, wo das auch Wegmarken sind. Und da weiß man, ich war bei dem so und so Obo und dann weiß man genau, von dort sind es noch so und so viele Meilen oder Kilometer bis zum nächsten Brunnen oder was auch immer oder bis zum Fluss oder bis zum Gebirge.
wichtig ist vielleicht auch ein Altar. Ich habe ja den Haupteingang geschlossen und die Treppen, die hinunterführen, habe ich sozusagen gefüllt wie einen Altar, der ansteigt, mit Objekten aus fast allen Religionen. Und ich habe es genannt, ein Gästebuch der Weltreligion, weil jede Religion sozusagen eine kleine Spur oder eine Notation oder ein kleines Objekt hinterlassen hat. Und am Ende sieht man ein Triptychon, das ist eine Riesenfotografie von einem Fischerboot am Strand mit seinem dunklen Hintergrund. Und es ist völlig bedeckt mit einem violetten Tuch. Und dieses Fischerboot ist eine Opfergabe. Also mit dem fährt man nicht hinaus, sondern es ist eine Opfergabe. Und daneben in einer Höhle ist eine Madonna, vor der ebenfalls Kerzen abgebrannt werden. Und das finde ich so interessant, dass also auch eben in den christlichen Religionen diese frühen animistischen Vorstellungen der Opfergaben noch lebendig sind. Nun sind natürlich auch im Erntedankfest sind ja solche Opfergaben auch bis heute eigentlich noch üblich, was man im Herbst mit den Früchten macht. Aber diesen Altar, vor dem gibt es ganz viele Opfergaben, die natürlich wieder weil das sind ja die Asian Pacific Weeks, das heißt, ich habe natürlich vor allen Dingen aus diesen Regionen Dinge hingestellt und zeige die vor. Es gibt eine Projektion, die ist eine Fahrt auf dem Fluss. Also man sieht nicht das Boot, sondern es ist eine Fahrt in der nördlichen Mongolei auf dem Fluss Shishkit, der eigentlich ein Quellfluss des Jenisei ist. Er wird von den Russen nie erwähnt, aber man sieht, wie breit er ist. Und ich war an den Zusammenfluss von zwei mächtigen Strömen, wo es mit einem Ruderboot zum Beispiel und selbst mit einem Motorboot kein Zurück mehr gab. Gut, nun gibt es diese Fahrt, eine sehr ruhige Fahrt in der nordwestlichen Mongolei auf diesem Fluss mit einem Ruderboot, das man aber nicht sieht. Und ich habe davor, vor die Projektion, ein sehr, sehr schönes Boot, das wir aus Dahlem, also aus dem Ethnographischen Museum geliehen bekommen haben, da vorgestellt mit so einem schräg gestellten Paddel und die Projektion geht darüber. Und so gibt es viele Elemente in der Ausstellung, die versuchen, all diese verschiedenen Themen zu fassen. Das Wasser ist ja eigentlich nicht zu fassen, aber ich habe ästhetisch gesehen nach Gefäßen gesucht, das zu tun. Und diese Gefäße oder Formen, um das alles zu fassen, habe ich mit dieser Ausstellung eigentlich versucht zu realisieren. Gibt es eine weitere Filmmontage über Kulturtechniken
der Essenszubereitung, der Herstellung, der Schlachtung, wie zum Beispiel bei den Mongolen eine Schlachtung, die genannt wird der weiße Tod. So werden rituelle Schlachtopfer gemacht, aber auch Schafe geschlachtet, die man essen möchte. Und das ist eine sehr sorgfältige Art des Tötens, die von unglaublicher Präzision ist. Das ist schon sehr beeindruckend, weil es wird hier ein winziger Messerschnitt gemacht und dann wird die Verbindung, also die Aorta, die Verbindung mit dem Herzen herausgerissen und das Tier ist sofort bewusstlos. Das sieht man sehr genau und es ist fast in Realzeit. Und am Ende ist alles völlig fertig. Die Würste sind in schönen Holzplatten, es ist alles zerschnitten, alles sorgfältig hergerichtet und zum Schluss wird das Fell wie eine kleine Decke zusammengefaltet und das Messer darüber gelegt. Und das Ganze geht nicht länger als eine Dreiviertelstunde. Aber man hat natürlich auch diese unglaublich großartigen Nudelhersteller in China. Das sind ja fast Magier, die irgendwie aus einer Teigrolle, die sie endlos schlagen müssen, damit sie ganz elastisch ist. Und aus der ziehen sie Nudeln, bis sie hauchdünn und fein sind, wie die dünnsten Spaghettis. Und ich habe es tausendmal gesehen, es ist mir bis heute unverständlich, wie es gemacht wird. Und so gibt es ganz, ganz viele Kulturtechniken, die man sehr fein und sehr schön beobachten kann. Ich denke, dass all diese Objekte und Projektionen miteinander in einen Dialog treten und das eine verweist auf das andere und zeigt parallel all diese verschiedenen Welten, die verschiedenen Kulturen. Plötzlich versteht man das, was ähnlich ist und auch das, was unterschiedlich ist. Das war mir ganz wichtig. Ein weiterer Punkt, der mir wichtig war, das war, überall Orte zu schaffen, auf denen man sich wohlfühlen kann. Also wie hier ist ja das umgeben von einer schönen Bank, wo man sozusagen am Ufer des Meeres oder am Ufer des Wassers sitzen kann. In der Ausstellung habe ich für die Wasserwege, die oben an der Decke angebracht sind, eine Art Wogenbett gestaltet, wo man sich drauflegen kann und wie man in den Wellen liegt, so kann man nach oben an den Himmel gucken und hat dort eine Projektion über verschiedene Schiffe, die Wasserwege, das ist da thematisiert. Und das ist natürlich etwas, wo man sehr lange liegen kann und sehr lange schauen kann. Und ich glaube, es ist überhaupt die ideale Art, Filme anzuschauen.